Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Natur und der schönsten Nebensache der Welt. Hier ist wieder euer Jörg von Fishing King. Und heute habe ich eine wunderschöne Aufgabe. Ich darf euch nämlich mitnehmen, mal wieder an meine geliebte Elbe, in die pralle Natur der Elbtalaue. Ja, und wir haben den heutigen Drehtag unter das Motto Heiligsblechle gestellt. Der Schwabe weiß, worum es geht. Heiligsblechle sagt man, wenn man sagt, ach, Herr Jemine. Ja, und bei uns bedeutet das heute, auch Blech ist heilig beim Angeln. Ja, weil es wird so viel über Gummiköder berichtet, was ja auch okay ist, damit kann man ja Fische fangen. Aber es gibt durchaus auch andere Köder, mit denen man fängt. Und nicht zuletzt gibt es ja bei uns in der Szene auch den Spruch, Blech fängt immer. Das wollen wir heute mal sehen. Ich habe schöne Spinner eingepackt, habe auch ein paar von diesen Schickspinnern dabei. Viele Sachen aus unserem Einsteigerset, aus der Premium-Box. Ja, und ich habe wie immer maximalen Bock, Leute. Ja? Mal schauen, was dieser Tag uns bringt. So, ihr Lieben, an der Stelle fangen wir an. Ein wunderschöner Buhnenkopf. Ich stehe jetzt hier stromab. Die Strömung geht am Buhnenkopf vorbei. Wir haben ja die Wirbel. Ich stehe also an der klassischen Strömungskante. Als regelmäßige Zuschauer unseres Kanals wisst ihr, wie diese Stellen heißen. Ja, und heute habe ich tatsächlich mal nur Köder aus Blech dabei. Ja, erstens, weil ich sie wahnsinnig gerne fisch. Zweitens, weil ich schon zu meiner Kindheit, in meinen Jugendjahren, ganz erfolgreich mit diesen Ködern geangelt habe. Und drittens, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es diese Köder verdient haben, dass man mal wieder ein Video über sie macht. Ja, dazu kommen übers Jahr immer wieder schöne Barsche, die man damit fängt. Und ja, auch Rapfen, die wir hier relativ häufig in der Elbe haben. Also durchaus ein guter Universalköder. Und wenn man in die Dämmerung reinfischt damit, passiert es auch immer mal wieder, dass man einen Zander fängt. Ganz zu schweigen von Welsen, die auch wahnsinnig gerne mal auf so einen Löffelblinker oder auf einen Spinner draufgehen. Ich persönlich habe am liebsten Spinner der Größe 2 bis 4, also relativ kleine, aber auch schon etwas größere, die mit ausreichend Eigengewicht ausgestattet sind. Die also entweder einen Body haben, einen Körper, der aus Messing gefertigt ist oder aus Stahl, und somit hier an den Stellen an der Elbe schön tief runterkommt, damit wir eben die tieferen Wasserschichten nach Hecht, Barsch und Zander absuchen können. An der Oberfläche kann der Köder auch leichter sein, braucht also nicht dieses Gewicht in der Körpermitte. Ne, so ein Zweier-, Dreier-Meps zum Beispiel ist da genau das Richtige. Ne, oder die schönen Spinner aus unserer Forelle- und Barschbox. Die sind hervorragend geeignet, sind leicht und müssen nicht so tief runterkommen, um zum Beispiel Rapfen oder in den Abendstunden raubende Barsche oder Zander anzusprechen. Weiterhin bin ich ein großer Fan geworden, wenn ich ehrlich bin, erst dieses Jahr von Bleikopfspinnern, weil ich mich einfach überwunden habe und so einen in meinen Augen extrem hässlichen Köder mal drangehängt habe. Naja, und wie das oft so ist, ne Leute, ihr fangt dann gleich einen Fisch damit. Na, und somit sind Bleikopfspinner und ich heute ein ganz gutes Match. Wobei es nicht richtig ist, wenn ich sage Bleikopfspinner. Eigentlich heißen diese Dinger Spinnschick. Na, also das ist ja eigentlich so ein Gewicht. Idealerweise bleifrei, wie auch in unserer Einsteigerbox. Gewichte, die völlig auf Blei verzichten. Und hinten am Hintern hängt ein rotierendes Spinnerblatt dran. Und unten am Körper dann eben der Drilling oder der Einzelhaken, je nachdem, auf welche Fische man geht. Und damit kann man eben super gut werfen, kriegt eine schöne Wurfweite hin und kann damit auch schön tiefe Wasserschichten abfischen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die klassischen Löffelblinker. Ne, diese blechernen Teile, die wahrscheinlich das allererste waren, womit Menschen auf Raubfisch geangelt haben. Ja, wahrscheinlich, weil man sich das Essbesteck irgendwie in die Reihe gebogen hat, einen Haken dran gehängt hat und damit dann auf Hechte geangelt hat. Das klappt auch heute noch ganz hervorragend und ja, zur Ehrlichkeit gehört, dass man von diesen Ködern inzwischen kaum noch was hört. Ne, also manchmal greift eine Fachzeitschrift noch das Thema Blechköder, Spinner, Blinker auf und macht einen Artikel draus. Aber auf YouTube findest du wirklich relativ wenig dazu. Und natürlich wäre es ziemlich geil, wenn der Eugen und ich heute 2, 3 schöne Fische damit fangen. Weil dann seht ihr, dass es sich auch lohnt, mit diesen Ködern
aus Opas Schatzkiste mal wieder loszuziehen, eine gute Zeit am Wasser zu haben und vielleicht auch einen schönen Fisch zu erbeuten. Eine super Kombi zum Angeln mit Blech, mit Spinnern, mit Blinkern, mit Spinnschicks ist eine Ruten-Rollen-Kombination, die euch leicht in der Hand liegt, die schön ausbalanciert ist, ne? Also schön in der Waage ist, wenn ihr euren Finger hier vor der Rolle auflegt. Und eben auch nicht zu groß, zu sperrig ist. Ja, also so eine Rute 2,40 bis 2,70 lang passt hervorragend. Ich setze hier natürlich auf unsere Jackson Fishing King Rute aus unserem Einsteigerset in der Basis- und Premium-Version für ja, Mädels und Jungs, die gerne mit dem Angeln anfangen wollen. Ist auch für mich geiles Tackle. Fische ich wirklich sehr gerne, liegt gut in der Hand, beschleunigt gut beim Wurf und hat auch eine wunderschöne Kurve. Ne? Also um einen Fisch auch schön müde zu machen. Dazu habe ich eine schöne kleine Stationärrolle drauf, die ein bisschen schwerer ist, die dieser Rute aber auch wunderbar die Kopflast nimmt. Also eine schöne Ausgeglichenheit in der Balance erzeugt. Und da ist jetzt eine dünne Geflechtschnur drauf. Ich würde sagen, das ist so eine 10er, maximal eine 12er. Ne? Das ist also das, was man immer noch als Reserve haben soll. Es gibt auch dünnere Geflechtschnüre am Markt, aber rate ich euch von ab, weil irgendwann habt ihr am Spinner oder am Blinker mal einen Fisch dran, der über 10 Kilo hat und den wollt ihr ja auch damit rauskriegen. Ein Gewässer wie die Elbe hat zumindest immer dieses Potenzial. Deshalb lieber ein bisschen schwerer fischen und solides Gerät verwenden, wie zum Beispiel hier unser Einsteigerset. Dann habe ich euch ja in einem der letzten Videos schon angekündigt, zwar ein Fluorocarbon-Vorfach dran, aber als Spitze hier an der Elbe, gerade wenn ich einen Köder habe, wo ein Drilling dranhängt, auch immer ein Stahlvorfach am Ende. Weil egal, ob ich hier auf Barsche, Zander oder Rapfen angel, die Wahrscheinlichkeit, einen Hecht zu fangen, ist halt nie bei Null. Na, die liegt sogar oft im zweistelligen Prozentbereich und von daher ist Stahl einfach die sicherste Variante. Ja, und hier habe ich ein wunderbares Setting, um eben auf diese Raubfische in der Elbe zu fischen. Im Gegensatz zum Zanderangeln haben wir beim Angeln mit Blechködern die Bremse immer nicht zu hart zu, sondern so hart zu, dass man den Anhieb platzieren kann, beziehungsweise den Haken im Maul platzieren kann, den Anhieb setzen kann und dann eben auch eine Chance hat, dass ein Hecht oder ein Rapfen, der gerne so ein bisschen in die Rute reingeht, Schnur nehmen kann, ohne dass uns die Montage reißt. Was noch wichtig ist, ist, dass man gerade, wenn man zwischendurch mal einen Spinner dran hängt, ich habe jetzt hier so einen Spinnschick dran, der läuft also in einer Ebene, dreht sich nicht, erzeugt somit keinen Drall an der Schnur, aber dass man, wenn man einen Spinner dranhängt oder einen Blinker, immer ein Wirbeltönchen dazwischen hat. Ja, ansonsten habt ihr nämlich gleich einen saumäßigen Drall auf eurer Rolle und kriegt Perücken. Das war es eigentlich schon, was zum Gerät zu sagen ist, Leute. Einfach, aber effizient. Zwei dicke, fette Vorteile habt ihr natürlich auch, wenn ihr mit so einem Spinner fischt. Also der erste, der mir einfällt, ist, dass zwar viele Leute fischen, na, an so gängigen Flussstrecken wie hier bei uns an der Elbe, aber eben die wenigsten mit so einem Köder. Na, und wenn vorher schon ewig mit Gummifisch geangelt wurde, sind die Fische häufig auf Blech oder Spinner noch griffig. Damit sind sie noch nicht verangelt. Ja, und der zweite Punkt, ein ganz wichtiger, das ist natürlich ein super nachhaltiger Köder. Na, weil wenn euch so ein Stück Blech im Wasser abreißt, verrottet das natürlich rückstandslos und bleibt nicht als Altlast in unseren Gewässern zurück. Ja, also viele gute Gründe, es mal mit Blech zu probieren, Leute. Fisch! Schöner. Ein Hecht. Pikey. Jawohl, Leute, habt ihr das gesehen? Blech fängt immer, ne? So heißt es doch so schön. Es ist jetzt kein so großer, den werde ich mit der Hand landen. Aber in Ehrlichkeit, in Wirklichkeit, weil der Kescher da hinten liegt, ich habe jetzt gerade mal einen Wurf auf die Bienenseite gemacht. Und seht ihr, wie gut, dass wir ein Stahlvorfach verwendet haben, Leute? Das ist halt doch hier an der Elbe immer erste Wahl. Sehr schön. Wunderbarer Fisch. Und der hängt schön vorne, das kann man auch sehen. Kannst du das sehen, Eugen? Ne? Schön vorne im Maul, wie sich das gehört.
mein Freund. Jetzt machen wir das einmal ganz schmerzlos. Na, einmal Ruhe. Okay. Schnappen uns den Burschen und lösen unseren Köder. Petri, Dank. Sehr schön, ich freue mich, Leute. Der Anfang ist gemacht. Und ja, wie gesagt, gut, dass wir einen Stahlpfeffer haben. Ja, Leute, ne? Nicht nur Blech fängt immer, sondern auch unser cooles Einsteigerset. Ne? War schön und es hat richtig Spaß gemacht, den Fisch damit zu drillen. Knapp 60er Hecht, da ist ja schon ein bisschen was los an der Rute. War cool. Ja, und das Tolle ist, man kann sie ganz, ganz klein zusammenbauen. Ne? Das ist ein vierteiliges Set. Dann die schöne kleine knackige Rolle drauf, eine gute Qualitätsgeflechtschnur. Na, und dann eben das coole Tackle aus unserer Box. Dieses Set mit den ganzen anderen coolen Ködern, ihr Lieben, könnt ihr bestellen, indem ihr einfach in unserem Video mal unten in die Beschreibung reinschaut. Na, da findet ihr den Link zu unserem Shop. Und das, was wir heute hier verwenden, ist das Einsteigerset für Barsch und Forelle. Geht auch ganz gut für Hecht. Ihr habt ja jetzt im Video schon so manchen Vorzug erfahren. Na, ich habe euch die Vorteile gesagt von dem Angeln mit Blechködern, mit Spinnern, mit Blinkern, mit diesen schönen Spinnchicks. Und ein weiterer Vorteil, gerade für euch, wenn ihr Einsteiger, Einsteigerinnen seid, ist der, dass ihr vor allem bei so einem Spinner oder bei so einem Chickspinner sofort, wenn ihr den Köder führt, wenn ihr beginnt mit der Rollenkurbel zu drehen, eine Rückmeldung bekommt und sofort spürt, dass das Blatt rotiert. Na, da wird es nämlich schwer und ihr habt Druck auf der Rute. Und das ist natürlich prima, wenn man bei der Köderführung mit Gummifischen, mit Wobblern noch nicht so fortgeschritten ist. Na, dass ihr einfach eine super Rückmeldung von diesen Ködern bekommt, wenn ihr die fischt. Und beim Biss, beziehungsweise bei der ganzen Situation Biss, Anhieb, Drill, ist es halt auch relativ einfach, ne? Weil es so läuft wie bei unserem Hecht gerade, dass ihr den Ruck in der Rute spürt und nicht etwa beim Absinken des Köders, wie jetzt beim Gummifischangeln oder beim Aufsteigen des Wobblers, wenn ihr so einen Schwimmwobbler verwendet, den Biss bekommt, also quasi an loser Schnur, sondern immer dann, wenn ihr den Köder unter Spannung habt, wenn ihr dreht, wenn die Schnur gespannt ist. Und da spürt ihr den Biss deutlich und schlagt instinktiv schon automatisch in der Situation an. Also Spinner, Chickspinner, aber auch Blinker sind sehr, sehr gute Köder, um als Einsteiger und als Einsteigerin erfolgreich zu sein. Und die Köderführung ist halt auch einfach. Ne? Ihr kurbelt einfach ein, mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller. Man kann auch mal eine Pause machen, muss man aber nicht. Im Prinzip sind das Köder, die mehr oder weniger nur durchgeleiert werden. Am Ende eines schönen Tages, ja, ist mal wieder der Beweis angetreten, Leute, dass Blech tatsächlich immer fängt. Ein schöner Hecht hat gebissen und ja, es war eine gute Zeit am Wasser. Ja, und ihr habt gesehen, wenn ihr den alten Ködern aus Obers Kiste mal wieder eine Chance gebt, Blinker, Spinner vor allem benutzt, dann kann das durchaus eine fischige Angelegenheit werden. Ich danke euch für die Zeit, für das Zuschauen bei unserem Video und freue mich schon maximal aufs nächste Mal. Bis dann, euer Jörg von Fishing King.